Hallo jo, und herzlich. Guten Tag. Ja, wir haben Untertitel hier. Guten Tag. Ja, ich habe gerade eine Animation gekriegt. Wähle einen Namen für deinen Sohn. Währenddessen ich hier Till versucht habe zu erklären, warum mein Streamlabs die ganze Zeit abstürzt, hat meine Frau einfach ein Kind geboren. So ja. Lange war die Story. Scheiße, das war aber lang. Und jetzt kann ich einen Namen für mein Kind aussuchen. Seit wann haben wir hier Steinhäuser komplett fertig, die Steine, die ich zugebaut habe? Am liebsten würde ich mein Kind Buberkurva nennen. Ja, du mach, was du nicht lassen kannst, ne? Das ist halt die Frage hier. Waldebert, den Walbert, Voslav, Wiesemir, Wiseslav, Willebor, Willebit, Willedrog, Willemir. Nenn's doch einfach Wiesemir, fertig. Wiesemir, dann hast du... Wladislav hier. Ey, haben wir keine Steine mehr? Wir haben jetzt Salz zu Hause, aber Steine haben wir gar keine. Wir haben letztens alles geklaut, wahrscheinlich schon, ne? Juhu! Meine Frau hat jetzt ein Kind und deshalb ist sie arbeitslos. Wo ist denn das Kind? Die trägt jetzt das Kind 2 Jahre in den Händen. Also, wenn ich jetzt auf Verwaltung gehe... 2 Jahre, mein Gott, da will ich doch Augenkrebs kriegen, ne? Sie ist Mutter, die Miroslava. Die hat jetzt... What is love? Baby, don't hurt me. Auf die Welt gebracht. No more. So. Also, wir haben eine neue Jahreszeit und eine Quest... eine Quest von unseren Dorfbewohnern. Also... oh, Steine! Ah, die ist im... Vojeslava. Was macht das Leben? Nichts. Kann ich dir bei etwas helfen? Ich habe ein Problem, ich habe eine Nichte, musst du wissen. Ich wollte ihr etwas schenken. Achso, ich dachte, du willst jetzt mit mir hier fragen. Tierfiguren zu sammeln und es gibt nur eine, die sie noch nicht hat. Einen Bären oder vielleicht einen Dachs. Ja, ich bin mir sicher, es war ein Dachs. Warum fragst du sie nicht? Weil es eine Überraschung sein soll und sie ist ein gewitztes kleines Ding. Sie würde mich sofort durchschauen. Und wo wohnt sie? Vielleicht könnte ich helfen und sie nach ihrer Sammlung fragen. Oh. Nein, das ist so riskant, aber es muss ein Dach sein. In Ordnung. Wo liegt das Problem? Nur Thomas hier auf dem Markt verkauft sie. Er hat die besten und seltensten... Ah, wenigstens hat sie mir Münze gegeben für Dachs. Okay, gute Frage, nächste Frage. Oh, 3 Leute sind am reklamieren, Till. Ein gutes Gefühl dabei. Junge, was hast denn du für einen Staubsauger nebenan? Produktion... Hä? Wenn du sprichst, hört sich teilweise immer so ein bisschen im Hintergrund an, als ob gewisses Rauschen mitkommt. Das ist der Lüfter vom Laptop. Was? So laut? Wo hast du denn direkt am Mikrofon angebaut? Nee, rechts davon. Also ich habe den rechts angebaut. Und aber das ist doch nicht normal, oder? Vorne. Der gibt jetzt Vollgas. Der Laptop. Oh mein Gott. Das war früher nicht so. Also mit dem alten, logisch, lustigerweise. Ja, eben, wie gesagt, ich bin tagelang am Struggeln gewesen wegen meinem scheiß Setup von Audiospur und ich hab's nicht hingekriegt. Ich hab's nicht hingekriegt, dieses verdammte scheiß Krosen und seitdem ich dreh nur noch durch. Du hast ja so einen Verstärker. Ja. Es gibt, glaube ich, 2 Regler da, ne? Irgendwie Chain und da müsste man auch, ja, vielleicht nicht alles auf komplett hoch und eher beim Micro. Bei dem Windows nochmal bitte? Ist es jetzt besser? Ja, viel besser. Also jetzt hört man nicht wieder, wie ein Kampfchat startet, ne? Nicht ganz, aber ein bisschen im Hintergrund, ja. Und jetzt ist es besser? Gefühl schon, aber es kann es auch komplett irren. Müssen wir ein bisschen gucken. Aha, warte mal. Ich mach den jetzt mal so runter. Jetzt ist es besser, ne? Ja. Gut. Ich muss jetzt noch kurz hier testen, schnell.
Ja, es könnte sein, dass du halt zu großen Eingangsverstärkungen drauf hast und somit auch Rauschen. Ja, ich habe die auf Maximum raufgeballert, weil eben ich bin wegen der Audiospur am Durchdrehen gewesen. Weil zum einen hat er meine Stimme dann nicht mehr richtig aufgenommen, dann hat das immer getönt, weil irgendwie der Rauschunterdrücker hat einfach mir alles komplett zerschossen. Ich sag's dir, ich hab den Laptop jetzt bald eine Woche und ich kämpfe nur mit dem Setup. Das. Ich hab. Wir Holzschuppen. Wir haben keinen Arbeiter mehr, weil ja meine Frau schwanger ist, ja. Das einzige. Neue Leute. Das Spiel hat unter Umständen stocken, oder? Ja, toll. Ich wollte schon gerade sagen, das einzige mit dem, was ich zu kämpfen habe, ist. Wow. Paketverlust. Boah, ich habe über 360 Verdorbenes. Okay. Till, wir müssen weiterhin solche Sachen machen mit Dingens Ressourcen in den Komposter werfen, weil ich kann jetzt ganz viel Dünger herstellen. Okay. So. Ich wollte nur sagen, das einzige Problem, das ich jetzt habe, seitdem ich übrigens, falls ihr da draußen ein 10 Gigabit LAN zu Thunderbolt haben müsst, fragt mich, ich habe das Beste, nee, das Einzige, das funktioniert für Windows. Okay. Jetzt wirklich? Ja, ich habe ja drei ausprobiert. Das erste wurde warm, also irgendwann wurde die Geschwindigkeit gedrosselt. Der zweite hat einen aktiven Lüfter, man musste ihn, und daher super für die, es hat nie Probleme gemacht in dem Sinne. Aber bei jedem Neustart musstest du die Einstellungen in Windows für das Gerät neu initialisieren. Also auch irgendwie nicht so klug, weil jedes Mal Einstellungen ändern, wow, wenn du Computer neu startest, ist auch nicht so super duper. Musst theoretisch nur eine Einstellung machen, aber das jedes Mal beim Hochfahren. Das ist auch kacke doof, ne? Ja, und jetzt habe ich den dritten. Der hat wieder keinen aktiven Lüfter, ist er passiv. Funktioniert aber super mit Dingens. Also mit Windows zusammen. Dauert jetzt anstatt so gesehen, wenn du den Rechner hochfährst, dauert es vielleicht ein bisschen, bis es sich verbindet, wegen Thunderbolt-Dingens, ne? Also Zwischenschnittstelle. Aber du musst nichts mehr einstellen. Ich kann sagen, gut, das dauert jetzt nicht mehr gefühlt 5 Sekunden, bis das Ding kommt, sondern halt jetzt eben, ja, 10 bis 20 Sekunden, ne? Aber es ist dann da und es ist nicht 2,5 Gigabit oder 5 Gigabit, es ist immer 10 Gigabit. Das war auch irgendwie ganz komisch. Beim zweiten Thunderbolt Adapter musste ich das teilweise 3 bis 4 Mal neu machen, weil er dann plötzlich sagte, ach, das ist jetzt kein 1 Gigabit, sondern 2,5 oder ein 5 Gigabit. 10 war es nie von Anfang an. Ich muss es immer umstellen. Ja. Okay. Also du struggles mit solchen Themen, ich struggle mit deinem Audio-Setup. Ja. Ich habe recherchiert. Mein Mischpult und mein Mikrofon, das ist Overlevel 9000. Also eigentlich, ich habe die perfekten Voraussetzungen, um eigentlich ein gutes Audio-Setup zu haben, respektive es ist ja ein Podcast. Das heißt, ich könnte eigentlich richtig geile Podcasts damit machen. Mhm. Die Audioqualität wäre on top. Ich müsste keine Filter, nichts draufpacken. Jetzt kommt's. Jetzt installiere ich den Streamlabs Desktop. Durch die neueste Version, ne? Und vorher, auf dem alten Desktop, alles tipptopp. Manchmal ein bisschen Probleme da, dies, das. Ich habe immer wieder ein bisschen rumgeschraubt, ne? Das muss ich tun. Aber dann hat's geklappt. Jetzt mit dem neuen. Ich lasse das alles so stehen wie vorher. Alles komplett zerschossen. All die Einstellungen von vorher, vom alten, kann ich nicht eins zu eins übernehmen. Es ist, als ob der Laptop, der hier jetzt eine neue Soundkarte hat und sagt, nö, Digga, das kann auch sein. Kann, aber das ist super, also das kann wirklich gut sein. Ich war gerade im Kampf mit dem Wolf. Mit dem Wolf. Hab da circa, ja, nur noch 10%, wenn überhaupt, an Leben. Und der lebt noch, der Kollege. Ich mache jetzt Folgendes. Ja? Ich hole Roggenkorn. Ich kaufe ganz viel Roggenkorn, dann können wir ganz viel Roggen anpflanzen. Ja? Dann, ja.
Will ich dann irgendwann mal die ersten Hühner haben, weil dann können wir Brot machen, können wir Brot verkaufen, dann haben wir da ein bisschen was. Rote Beete können wir eigentlich auch einsammeln. Wir können ganz viele Sachen einsammeln. Mhm. Und, ja, sorry, ich rede heute wieder ununterbrochen. Ach, nö, alles gut. Es gibt so Tage, ich habe jetzt ein neues Spiel, Enshrouded, angefangen zu Let's Playen. Das wird dann irgendwann mal kommen, ne? Sorry, YouTube, ich... Aktuell bin ich so fasziniert von Shorts machen und so weiter, dass das ein bisschen dauert, ne? Ich habe mir übrigens, der Laptop hat jetzt aufgehört zu rauschen wie ein Kampfchat. Ich weiß auch nicht, was der im Hintergrund macht. Hat er sich jetzt einfach gedacht, komm, ich muss wieder relaxen. Auf jeden Fall, ja, ich weiß, ich muss da noch ganz vieles machen, was ich jetzt nicht gemacht habe. Aber naja, anyway. So, auf jeden Fall haben wir das Problem hier, Holzschuppen, keine Arbeit. Ja, dann gibt's halt jetzt, stelle ich das hier halt auf null. Nein, komm, ich lasse es, weil dann sehen wir immer, wenn, wo eigentlich die Alten, die Schwangeren waren und dann können wir die dann ersetzen. Das passt eigentlich soweit. Was? Schwangere ersetzen? Was bist denn du für einer? Ja, die haben das Feature hier in das Spiel reingebracht, dass es Mutterschaftsurlaub gibt. Ich war das nicht. Ich hätte jetzt Steier gesagt, soll arbeiten gehen. Dann lass uns hier eine Kita bauen. Dann stecke ich die Kinder in den Sorry, nein, was? Das war nicht so gemeint. Die Kinder in den Fluss? Solltest du das sagen, mein Kollege? Zum Duschen. Ach, Kinder zum Duschen schicken. Auch ja, gut, ne? Ja, ja. Kinder so. Zum Duschen schicken, das finde ich super duper, ey. Das könnt ihr mir glauben. Nicht. Weil Hygiene ist was Wichtiges. Obwohl. Ja, ist ja auch von Hygro, ne? Also von, ja, toll, ich. Keine Ahnung. Aber weißt du, was ich mich frage? Haben die sich früher gewaschen? Jetzt for real, also ich weiß, wenn vielleicht ich jetzt überlege. Einmal im Monat, wenn überhaupt, gefühlt, eventuell. Ich habe letztens eine Doku geschaut, dass eigentlich das Ding, dass wir uns einreden, wir stinken, deshalb Deo und Parfum brauchen, das ist ein Trick von der Marketing, von der Werbeindustrie. Wir hätten das gar nicht nötig. Ja, weil die Stoffe, die wir uns spritzen, also dieses Parfum, der Deo, die verursachen diese Gestänke, weil der Körper nicht mehr richtig schwitzen kann und dadurch die Bakterien eigentlich nicht mehr abtötet und die Bakterien dann anfangen zu stinken und dann brauchst du noch mehr Deo und dann bist du ja eigentlich im Kreislauf drin. Ah, ich stinke, ich brauche Deo. Ah, ich stinke, ich muss duschen gehen und du gehst nicht mit Seife duschen, die neutral ist. Ich denke mal, früher haben die wirklich irgendwie Seifen gehabt, die neutral waren. Kann ich mir jetzt gut vorstellen, dass man Seife früh gekannt hat, aber die jetzigen, ja, hier der neue Duft, Aloe Vera, frisch, du riechst nach Mann, du riechst nach Sport und Digga. Weißt du, wie ich meine? Dass vielleicht die auch die Ursache sind für Gestank. Der Körper regelt, glaube ich, soweit ich mitbekommen habe, also baut eine Schutzschicht auf und die ist circa nach, ich sag mal so, wenn du jeden Tag oder ich sag mal alle zwei, drei Tage zum Beispiel auch dein Körperchen duscht, also auch deine Haare, ne, baut sich ja die Schutzschicht oder wird die Schutzschicht des Körpers immer zerstört, der Kopfhaut, ne. Und die muss ich wieder aufbauen. Dann sagt die Kopfhaut, hey Junge, ich habe da oben wieder keinen Schutz mehr, bau wieder auf. Ne? Also der Körper sagt natürlich schon wieder Wölfe, mein Gott. Ja, und dann baut der Körper wieder Schutzschicht auf und wir reißen es dann wieder runter mit dem Shampoo. Der Körper sagt, Junge, da ist schon wieder weg, bau wieder auf. Jo, okay, Kopf baut auf, ne? Und dann so einen Tag wieder später, oh scheiße, schon wieder weg, du musst noch mehr machen, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Dann hast du irgendwann, ja, toll, ne? Also dein Körper macht dann immer wieder, immer noch mehr. Ja, eigentlich ja, arbeitet man nun gegeneinander, das macht's auch ganz gut. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich so rote, gereizte Haut im Gesicht habe. Gut, ich fasse mir irgendwie, keine Ahnung, ist so behindert an Tick von mir. Ich fasse mir relativ oft ins Gesicht durch den Tag unbewusst.